So, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Wir spielen hier noch eine Runde Ranked zwischen zwei Solo und wollte hier über ein paar Themen sprechen, die vor allem jetzt in die letzten 2 Wochen circa betroffen haben. Und zwar, warum dieses Ding überhaupt reingeht, keine Ahnung. Und zwar, warum so wenig Videos kamen, unter anderem dann noch die LAN oder eine LAN jetzt am Wochenende in Rocket League und Twitch-Partnerschaft. Aber dazu mache ich nochmal ein gesundes Video. Ich weiß nicht genau, kann auch mal schauen. Dies, das. Auf jeden Fall. Okay, Gregor Müller hat irgendwas mit seinem Titel. Auch schön, wenn er den bekommt. Auf jeden Fall. Vorletzte ESL. Wollten wir ganz normal ESL spielen. Und ich mache dann halt so vormittags meinen PC an. Wollten uns ein bisschen einspielen, dies, das. Und mein PC hat nicht mehr gestartet. Kommt immer eine Nachricht, ja, ich sollte irgendwie ein Medium. Okay, jetzt meine. Dein ist das Proof, nice. Okay, da schön, dass ich ihm geholfen habe. Warum es auch jetzt immer kommt, wenn ich es aufnehme, ist auch mal dasselbe, naja. Auf jeden Fall kommt mir die Meldung, dass ich ein Medium angeben sollte, wovon mein PC dann booten kann, weil der nicht mehr gebootet ist. Habe ich versucht, selbst zu fixen, habe ich nicht hinbekommen, keine Ahnung. Bin dann zum PC-Shop meines Vertrauens gegangen, wo ich den mir damit zusammenstellen lassen habe. Und die haben dann. Okay, das war mein Bad. Die haben dann herausgefunden, dass ein altes Windows-Update nicht mit meinem Mainboard klarkam und man dann Zeugs in der Registry und im Bootmenü ändern musste. Also, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, keine Ahnung. Hab mir dazu noch eine neue Festplatte und ein neues Gehäuse gekauft und durch das neue Gehäuse ist mein PC jetzt richtig leise. Das heißt, eigentlich sollte das Rauschen auch in Videos weniger sein. Im Hören. Also man hört den PC eigentlich fast nicht. So ein bisschen so ein leichtes Surren. Aber das Ding muss natürlich auch lüften. Ja. Dann morgen am Samstag, den 11. Ist morgen der 11.? Ne, morgen ist der 12. Und Sonntag, der 13., gibt es eine Rocket League LAN in Krefeld von, also in den Studios von TAG TV. Das sind die PlayStation Masters. Und dazu wurden wir eingeladen. 8 Spieler, alle 8 vertreten auf dem Firewall TeamSpeak. Es werden insgesamt 5 bzw. 6 Leute von Firewall dann da sein. Sozusagen, wir gehen mit dem ganzen Squad dahin. Unter anderem eben Danilo, also Killer Number 7, Freaky, Frack, Beethoven, Ice-T, The Creep, ich und Jeezy, genau. Jeezy ist auch dabei. Erste Runde werde ich auch gegen Jeezy spielen. Und das Ganze. Mann, das mache ich eigentlich, okay. Das Ganze wird von TAG TV gecastet, das heißt, das kann man auf Twitch anschauen. Könnt ihr mal schauen, wie wir da live im 1 gegen 1 auf der PlayStation ohne DLCs richtig hart reinzacken. Das wird bestimmt witzig. Nee, aber es ist eigentlich ganz cool, die ganzen Leute da zu sehen. Ein cooles Event da auf der PlayStation. Die wollen das dann auch in Zukunft weiterführen mit Qualifiern, dies, das. Und das Ganze ist halt ein cooles Event. Heavy und ich waren, also Heavy ist da als Zuschauer auch noch. Aber der kann halt Sonntag leider nicht spielen, deswegen ist er nur Samstag da. Was wollte ich eben was sagen? Ah ja, Heavy und ich waren letzte Woche dann bei TAG TV uns das mal anschauen, weil da gerade die CSGO Pre-Time Masters waren, da hat Penta und sowas gespielt, die haben wir da gesehen. Das Studio ist halt echt richtig cool von denen, das ist so eine Art Gaming-Bar, aber halt auch mit Studio und all sowas und das ist schon ziemlich professionell und auch ziemlich cool. Ja, und da könnt ihr eben zuschauen bei TAG TV, wie wieder live spielen. Also wir werden natürlich auch twittern, welche Spiele anstehen und all sowas. Also da werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. So, müssen wir schauen, dass wir das Game hier gewinnen. Ist auch immer ein zweites Game am Tag. Jawohl, dann macht ihr noch eine Session. Ja, wird auf jeden Fall cool. Freue mich drauf. Die ganzen Boys sind teilweise schon heute, also am Freitag, dahin gefahren. Und übernachten dann da, weil das halt Samstagmorgens anfängt. Von 11 bis 15:30 Uhr gibt es Stream. Wir müssen dann schon irgendwie 10 Uhr da sein. Wenn die dann da irgendwie ab 5, 6 Uhr mit der Bahn fahren müssen, ist das irgendwie doof. Deswegen spielen wir dann heute halt auch kein Gfinity. Also am Freitag kein Gfinity. Dies, das.
Aber es ist ja fast schon egal, danke fürs Scoren. Ja, des Weiteren habe ich heute auch meinen Twitch-Partner bekommen, Sub-Button, wenn ich weiß, was es ist. Da kann man halt für $5 den Monat subscriben, dann gibt es Subscriber-Emotes, die dann Subscriber eben nutzen können. Man bekommt so ein Zeichen, so ein Subscriber-Zeichen im Chat, hat sonst noch weitere Vorteile, keine Werbung, dies, das. Aber da mache ich noch ein besonderes Video zu, es gibt auch Twitch Prime, da kann man dann auch einen Monat mit kostenlos subscriben. Und alle Qualitätsstufen gibt es das auch zu mischen. Und ich kann eine höhere Bitrate streamen und dann ist die Qualität besser. Danke, WhatsApp World. GG, da wird schon aufge... Oh, lol. Alles klar, der hat keinen Bock mehr. Gut, dann eben nicht. Ja. Ja, jetzt habe ich mein PC halt wieder. Die ist das. Ich überlege jetzt, ob ich noch 10 updaten soll oder nicht. Keine Ahnung, ich habe halt jetzt halt 1,5 Wochen auf meinem Laptop gearbeitet sozusagen und da ist Windows 10 drauf, ist eigentlich ganz in Ordnung, wenn man sich damit einmal abgefunden hat und sich da so ein bisschen reingearbeitet hat, also geht das eigentlich. Ich überlege jetzt, ob ich da upgraden soll oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich heute streame, ich versuche zu streamen, aber auf jeden Fall bin ich bei Curious im Stream drin, der macht einen Giveaway-Stream. Ich glaube ab 6 Uhr ist das bei twitch.tv/curious.de. Könnt ihr gerne vorbeischauen, ich weiß nicht, ob ich selbst streame, wahrscheinlich werde ich ihn dann hosten oder so, könnt ihr dann darüber auch auf den Twitch-Kanal kommen. Und ja, das war's dann so viel dazu. Es werden jetzt also wahrscheinlich wieder regelmäßiger dann Videos kommen, da ich halt meinen PC wieder habe. Ist natürlich jetzt auf LAN. Da werde ich bestimmt auch irgendwie ein paar Highlights zusammenschneiden oder ein bisschen was filmen oder Fotos machen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Twitter abchecken, da werdet ihr einfach up to date gehalten. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!